Hallo liebe Gäste, heute ist zwar nicht Sonntag, aber trotzdem die aktuelle Lage hat uns dazu bewegt, auch heute eine kurze Information zur Lage zu geben. So sieht es momentan bei uns auf den Inseln aus. Maskenpflicht. Und so sollte es aussehen. Viele Gäste haben die letzten Tage uns geschrieben, angerufen, Mails geschickt. Wie sieht es denn nun mal wirklich auf Gran Canaria aus? Seit Freitag letzter Woche haben wir die absolute Maskenpflicht auf der Insel. Jetzt jedoch mal das Positive. Wir sind eine der wenigen Regionen Europas überhaupt noch, die bereist werden darf. Und wir haben es wirklich geschafft, in diesen 5 Tagen, in denen wir die Maske praktisch von morgens bis abends tragen müssen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Weitere positive Nachrichten: Nicht überall muss Maske getragen werden. Wenn Sie spazieren gehen, ja. Wenn Sie am Strand liegen, nein. Also oft an den Strand gehen, Sie haben keine Maske zu tragen in dem Moment, wenn Sie auf Ihrem Handtuch liegen. Wenn Sie von Ihrem Handtuch zum Meer gehen, baden, brauchen Sie auch keine Maske. Bei uns im Hotel, wenn Sie sich am Pool befinden, auf der Liege liegen, ist keine Maskenpflicht vorgeschrieben. Auch in dem Moment, wenn Sie von der Liege zum Pool gehen, schwimmen, ist die Maske nicht vonnöten. Wie sieht es aus im Restaurant? In den Restaurants herrscht überall Maskenpflicht, bis Sie am Tisch sitzen, Ihr Getränk vor sich haben, Ihre Speisen vor sich haben und trinken oder essen. Das kann man schon ein klein bisschen umgehen, das Ganze. Man hat immer ein Glas Wasser in der Hand, ein Bier in der Hand, die Tasse Kaffee bei der Hand. Also man kann es sich eigentlich ganz angenehm gestalten. Weitere Frage unserer Gäste: Wie verhält es sich mit dem Rauchen? Hier war es sehr schwierig von uns und wir haben wirklich alle offiziellen Stellen kontaktiert und gefragt, wie verhält es sich mit dem Rauchen, den Rauchern, welche Vorsichtsmaßnahmen müssen sie beachten? Gerade dieses Kollektiv der Herrschaften, die gerne mal nach dem Kaffee ein Zigarettchen rauchen, beim Frühstück eine Zigarette rauchen, sind schwer gebeutelt. Aber auch hier gibt es Lichtblicke. Es wurden sehr viele falsche Informationen gegeben. Wenn Sie spazieren gehen, dürfen Sie rauchen. Aber Sie sind dafür verantwortlich, dass ein Abstand von 2 Metern zu anderen Gästen oder anderen Besuchern gehalten wird. Das heißt, ein ganz klein bisschen Slalom laufen. Sie müssen dafür sorgen, dass keiner näher als 2 Meter an Sie kommt. In den Restaurants und Bars ist das Rauchen generell verboten. Auch im Freien. Denn viele kleine Betriebe können sich nicht leisten, um sie herum einen Korridor von 2 Meter zu gestalten, wo sich kein anderer Gast oder Besucher aufhalten darf. Auch wir vom Hotel Maritim Playa haben uns unsere Gedanken gemacht. Wo darf geraucht werden? Es darf geraucht werden auf Ihrem Zimmer, auf dem Balkon. Da haben Sie keinerlei Probleme. Beim Frühstück morgens ist es so, wir haben 2 Korridore gestaltet, dort wo geraucht werden darf. Ist ein Gast sehr früh beim Frühstück und es befinden sich keine anderen Gäste in seiner Umgebung, blockieren wir schon mal die Tische um ihn herum, damit er seinen Kaffee mit der Zigarette genießen kann. In dem Falle jedoch, wenn das Frühstücksrestaurant voll besetzt ist, bitten wir um Verständnis und haben auch dieses Verständnis der Raucher, dass wir dann keine Tische im Umkreis von 2 Meter um ihn herum freilassen können. Beim Abendessen gestaltet sich das haargenau dasselbe. Ist man früh da um 6 Uhr oder etwas später um 8, halb 9, sind immer die Möglichkeiten gegeben, um den Gast, der gerne nach dem Essen eine Zigarette rauchen will, den Abstand von 2 Metern für andere Gäste zu blockieren. Am Pool genau dieselbe Lage. Wir haben dort Ecken geschaffen, wo geraucht werden darf und befinden sich an der Poolbar an ihrem Tisch. Ist es auch immer so, dass genügend Tische darum frei sind, damit die 2 Meter Abstand zu anderen Gästen gewahrt ist. Sollte es mal so sein, dass die Tische alle besetzt sind, appellieren wir an den Vernunft und an den Verstand unserer Gäste. Halten Sie beim Rauchen mindestens 2 Meter Abstand zu anderen Gästen. Für alle, die gerne zu Fuß unterwegs sind, in den Bergen zum Beispiel, zum Wandern,
Auch dort herrscht keine Maskenpflicht, wenn die Distanz von 1,50 Meter zu anderen Personen gewährleistet ist. Unsere Berge sind groß. Wir haben wunderschöne Wandergebiete in den Bergen. Also auch da immer das Positive suchen. Nicht nur auf das Negative schauen. Es darf nur mit Maske gelaufen oder gelebt werden. Nein, man sucht sich die schönen Momente heraus. Wandern in den Bergen von Gran Canaria. Ohne Maske, bei frischer Luft und tollem Wetter. Kein Problem. Es hat sich also nicht viel geändert hier auf den Kanaren. Wir sind etwas eingeschränkt, aber wir sind immer noch in der guten, glücklichen Lage, Gäste begrüßen zu dürfen. Einen schönen Urlaub ihnen zu gestalten. Wir haben ein tolles Wetter. Wir haben einen tollen Service. Und alle die, die jetzt negativ reden, ich glaube nicht, dass es zu Hause viel sicherer ist wie bei uns. Wir sind die Region Europas oder vielleicht sogar weltweit mit den wenigsten Infizierten per 100.000 Einwohner. Also, jedem seine Entscheidung. Fahre ich in Urlaub, fahre ich nicht in Urlaub. Die, die unsere Insel besuchen, sind von ganzem Herzen willkommen. Sie helfen uns, sie helfen auch sich, denn das Urlaubsgefühl wird sich einstellen. Denn mit Maske oder ohne Maske, die Sonne scheint, sie haben nicht zu arbeiten, sie werden verwöhnt und sie genießen die wunderbare Landschaft unserer Insel. Das waren mal ein paar Nachrichten außerhalb des Wortes zum Sonntag. Wir sehen uns wieder am Sonntag, mit Sicherheit mit wunderschönen Eindrücken. Diesmal wird es gehen um einen Tag bei uns im Hotel Maritim Playa, relaxed am Pool. Was kann man da alles machen? Nicht nur in der Sonne liegen, sondern Sie können Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Danke und einen schönen Tag vom Hotel Maritim Playa.